Am 15. August 1987 verschwanden drei deutsche Wanderer am Untersberg im Salzkammergut, Nähe von Salzburg, Berchtesgaden, spurlos, als sie versuchten, dem dortigen, über viele Jahrhunderte schon bekannten und berichteten Zeitphänomen auf die Spur zu kommen. Eine der größten Suchaktionen, die es überhaupt dort je gegeben hat, mit mehreren Helikoptern und über 150 Personen, haben vergeblich nach den dreien gesucht, die dann zwei Monate später plötzlich auf einem Frachter weit, weit weg auf dem Meer wieder auftauchten. Liebe Zuschauer, ein ganz besonderes und spannendes Gebiet, die Mysterien, die Zeitphänomene rund um den Untersberg, Gegenstand unseres neuen und nächsten Gespräches. Herzlich willkommen zum Alpenparlament. Ich begrüße Wolfgang Stadler, dich ganz herzlich, dass du, nachdem du dich inzwischen mit vier Büchern mit diesem Thema befasst hast, heute uns so einen kleinen, leider nur kleinen Einblick, wir könnten stundenlang über dieses Thema reden, geben kannst. Du hast dir auch wahrscheinlich am Anfang, als du das erste Buch geschrieben hast, nicht vorgestellt, was da für einen wahrsten Sinn des Wortes Stein losgetreten wurde. Ja, das ist richtig, Michael. Zuerst möchte ich mich bei dir bedanken, dass du mir die Gelegenheit gibst, das hier zu präsentieren. Das Phänomen mit dem Untersberg ist seit vielen Jahrhunderten bekannt. Es existiert in Sagen, es existiert im Volksglauben, ja. Aber ich bin Stahlbautechniker, ich bin Schlossermeister und ich habe das Ganze immer nur als Ammenmärchen betrachtet. Bis du damals, hast ein eigenes Unternehmen, muss man dazu sagen. Ich habe ein eigenes Stahlbauunternehmen, ja, bin ein nüchterner Techniker, ja. Und das war für mich alles, obwohl ich direkt unmittelbar an dem Berg wohne, das war für mich alles ein Märchen. Aber dann ist Folgendes passiert mit diesen Deutschen. Ja. Ich habe die zufällig 3 Jahre vorher auf dem Berg kennengelernt. Absoluter Zufall. Und dann später, ein paar Jahre später, sehe ich die Leute dann in der Zeitung, dass die verschwunden sind. Ich bin dann dieser Sache nachgegangen und nachdem diese Leute wieder aufgetaucht sind, hat sich gezeigt, dass hier eine Geschichte präsentiert wurde, die einfach nicht stimmen kann. Die Leute haben gesagt, sie haben sich einen Spaß erlaubt, sind mit dem Zug Richtung Jugoslawien gefahren, zu Fuß über die grüne Grenze. Und haben dann später mit einem Fernlaster Piräus erreicht, dann auf ein Schiff gegangen, bis ihnen das Geld ausgegangen ist und dann sind sie wieder zurückgekommen. Die Geschichte konnte nicht stimmen. Ich habe die Leute selber gesehen, die waren keine Spinner, die würden sowas nicht tun. Das war mein inneres Gefühl. Ich habe damals meine Tochter dann genommen, die war damals 16 Jahre alt, und habe gesagt, du weißt was, wir werden dieses Zeitphänomen untersuchen, weil von dem hat dieser Mann damals schon gesprochen. Wir haben unsere Armbanduhren verglichen, 2, 3 Tage lang, ob die Sekundenzeiger genau gehen. Und das hat gepasst. Wir haben dann in der Folge einen Weg auf den Berg hinaufgesucht, der kreuz und quer durchs Dickicht gegangen ist, durch Wälder, durch unwegsames Gelände und immer wieder die Uhren verglichen und in Abstand von 30, 50 Metern sind wir gegangen. Wenn einer von uns in irgendein Zeitphänomen kommen sollte, dann müsste es auf den Uhren ja ablesbar sein, auch nur wenn es Sekunden wären. Ja, ja. Und dann ist Folgendes passiert. Wir kommen in einen Hochwald und da ist meine Tochter dann plötzlich verschwunden. Ja, ich habe einen Scherz von ihr gedacht, dass sie hinter einem Baum steht oder wo. Habe ihr 2 Minuten lang gerufen, 20 Mal vielleicht. Und plötzlich steht sie 4 Meter neben mir auf, hält eine Blume in der Hand, sagt, Papa, was rufst du so? Sag ich, Moment, sag ich, ich rufe nicht einmal, ich habe jetzt 20 Mal gerufen. Nein, ich habe dich nur einmal gehört. Ich habe mich jetzt nur um eine Blume gebückt und bin wieder aufgestanden. Sie kam sofort her zu mir, haben die Uhren verglichen, 1 Minute 57 Sekunden, also fast 2 Minuten. Jetzt haben wir gewusst, da existiert irgend so ein Phänomen. Er wird mir da irgendwann als Vater einem so in dem Moment ein bisschen anders. Ja, ne? Absolut. Also wenn die, ich meine... Ja,
Du hast Angst. Als du das erste Mal erzählt hast, habe ich auch gedacht, boah, habe gemeint, die ist wo runtergefallen, aber es war nichts Steiles dort, es war kein Bach, keine Schlucht. Ja, ich habe eher an einen Scherz von ihr gedacht, aber ich habe sie dann auf einer Lichtung auf einmal aufstehen gesehen, wo sie vorher nicht war. Ja. Also da habe ich dann gewusst, es existiert dort etwas. Nun ist das ja mit dem Untersberg, du hast es schon erwähnt, eine Geschichte, die seit Jahrhunderten in alten Sagen und Legenden immer wieder angesprochen wird. Auf das möchte ich jetzt eingehen. Okay, ja. Okay, genau. Und zwar ist da jetzt Folgendes. Seit Jahrhunderten eben heißt es, Leute verschwinden, kommen nach 100 Jahren wieder raus, kommen nach einem Jahr wieder raus, kommen gar nicht mehr raus. Ja. Ja, das ist Sage, habe ich mir gedacht. Aber dann habe ich genau zu recherchieren begonnen, habe mir auch Polizeiberichte besorgt. Und da habe ich dann gesehen, es sind oft Leute verschwunden, die nach 3 Tagen gefunden wurden, aber tot zum Beispiel. Oder halb verrückt und so. Und dann hat man gesagt, naja, der erzählt irgendetwas, der ist am Kopf gefallen. Naja, den Toten hat man nicht gefunden, obwohl man 3 Tage später wirklich genau auf diesem Weg gefunden hat, dort oben, auf einen Steig. Obwohl Hubschrauber und Hunde gesucht haben, aber nach 3 Tagen auf einmal ist er da gelegen. Jetzt hat es irgendwie zusammengepasst, wie wenn da diese Leute in ein Zeitphänomen geraten wären. Und ich habe dann weitergearbeitet, 2, 3, 4, 5 Jahre und bin dann draufgekommen, wir haben fast jedes Jahr mindestens 2, 3 Fälle, wo Leute spurlos verschwinden am Untersberg. In den meisten Fällen tauchen die gar nicht mehr auf. So zum Beispiel voriges Jahr ein Skifahrer im Januar, fährt die Abfahrt herunter, taucht nie wieder auf. Er ist aber unten auch nicht angekommen. Man hat auch keine Leiche gefunden, gar nichts. Es war ein starker Schneefall und die Leute haben gesagt, er ist irgendwo erstickt im tiefen Schnee. Gut, aber es wird ja irgendwann mal Sommer, dann muss man die Leiche finden. Es ist Sommer gekommen. Ich habe jetzt mit den Bergrettungsleuten gesprochen und die haben gesagt, naja, wir haben alles abgesucht. Man müsste Ski finden und wenn die Tiere aufgefressen hätten, dann müsste man Kleidung oder Skischuhe oder irgendetwas finden davon noch. Nichts mehr. In eine Doline hineingestürzt kann er dort in dieser Gegend auch nicht sein. Es war eben so. Und wie gesagt, diese Dinge haben sich gehäuft und jetzt habe ich gewusst, dort passiert irgendwas. Und ich habe dann das erste Buch geschrieben. Lass mich noch mal eine Frage zu den Sagen. Diese Zeitphänomene werden mit dem Untersberg als Berg, ich sage jetzt mal außen, oder mit dem Berg auch innen drin in Verbindung? Beides. Eben. Der Untersberg ist eines der größten freistehenden Gebirgsstöcke der Alpen, also der Nordalpen, das nördlichste überhaupt, mit 73 Quadratkilometern. Also ein sehr großer, dreieckiger Berg, der wie eine Speerspitze nach Osten schaut. Ja. Und da gibt es eben die Sagen von dem Kaiser Karl, der in dem Berg hausen soll, von Goldschätzen, die da drin sein sollen, von Leuten, die da drin verschwinden und nach Jahren rauskommen und so. Aber es spielt sowohl außen als auch innen ab, das Ganze. Der Untersberg hat 400 Höhlen, die zu 2/3 erforscht sind. Noch nicht alle, aber es sind Höhlen, die gehen oft 800 Meter tief hinunter. Also wo man sich nicht einmal abseilen kann und so. Ja. Höhlen, die durch den ganzen Berg durchgehen, wasserführende Höhlen und so. Es ist sehr interessant, ich habe mit den Höhlenforschern dort gesprochen. Die halten das alles für Märchen. Nur passiert es dann wieder, dass Leute auftauchen, wie zum Beispiel vor 2 Jahren, 2 Mädchen mit 16 Jahren, die sind am Berg ein Stückchen raufgegangen und plötzlich wurde es finster, steht dann im Polizeibericht, nicht langsame Dunkelheit. Und die sind nicht mehr aufgetaucht. Und am nächsten Tag haben sie es dann gefunden. Und die haben sich das nicht erklären können, wo die da hineingeraten sind. Die hätten ohne weiteres wieder zurückgehen können, der Entfernung gemäß. Ja, ja. Ja, und solche Sachen häufen sich. Und jetzt kommt das Tolle. Ich habe dann weiter recherchiert und dann haben mir 2 Polizisten aus Dortmund und aus Berlin geholfen. Und die haben mir weitere Informationen gegeben, zum Beispiel, dass das mit den Herren von Schwarzen Stein etwas zu tun hat. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Und zufällig, unter Anführungszeichen, weil es Zufälle häufen sich bei meinen Recherchen hier, bin ich in diesem Jahr, das war 1997 oder 99, in Ägypten gewesen, in der großen Pyramide und habe da so halb legal in die unterirdische Kammer hinuntergehen können und finde dort einen schwarzen Stein, so groß wie eine Orange, auch der Form und der Konsistenz so ähnlich. Und nehme den mit. Ich habe das für irgendein natürliches Objekt gehalten und habe den eingesteckt.
Zu Hause höre ich dann Geschichten, dass im Untersberg auch so... Darfst du anschließend nach Ägypten fahren, wenn man das jetzt groß erzählt? Ich weiß, aber den Dr. Hawass gibt es inzwischen nicht mehr. Den Hawass gibt es Gott sei Dank nicht mehr, das stimmt. Ja, jedenfalls habe ich dann gehört, dass im Untersberg auch so ein schwarzer Stein versteckt worden sein soll von einem Kreuzritter, einem Tempelritter und so. Ja, die Geschichte hat mir gefallen. Dann habe ich weiter recherchiert, auf einmal kommt auch der Adolf Hitler ins Spiel. Das hat mir sehr viel Kritik eingebracht, dass ich auch mit diesem Nazistag kollaborieren will. Aber das hat ja nicht gestimmt. Sondern der Hitler hat auch ein großes Interesse an diesem Untersberg gehabt und hat ein Fernrohr aufgebaut gehabt auf seinem Berghof und immer zu dem Untersberg. Also der Obersalzberg ist direkt vis-à-vis vom Untersberg, muss man da geografisch und sagen. Jetzt haben wir zufällig drüben am Untersberg in Verlängerung vom Hitler seinem Haus eine Höhle gefunden, wo zwei schwarze Steine drin gelegen sind. Genau die gleichen, was ich in der Pyramide gefunden habe. Und da wird es jetzt spannend dann. Ich bin Pilot, also für kleine Flugzeuge, und habe mich in Cessna reingesetzt, rund um den Untersberg, rund um den Obersalzberg und habe fotografiert. Oben am Obersalzberg, Kehlsteinhaus, das ist das Haus, was der Hitler zum 50. Geburtstag dort bekommen hat, dort oben habe ich auch noch fotografiert und sehe ein riesiges steinernes Y. 136 Meter lang und 30, 40 Meter lange Beine. Aus der Luft. Aus der Luft. Aus der Luft, ja. Ja. Auf Google Earth kann man das übrigens ganz genau auch nachverfolgen. Und das habe ich fotografiert und als Pilot habe ich mir das genau auf der Karte angesehen. Ist mir aufgefallen, es sieht genau, schaut genau nach Osten. Also haarscharf nach Osten, also nicht ein Grad daneben. Hm. Genau nach Osten. Und man denkt, wer baut dort oben in diesem unwegsamen Gelände? So eine riesige Mauer, obere Sperrmauer hat sich das dann genannt. Jedenfalls, als Pilot bin ich auch gewöhnt, Linien zu ziehen auf Karten und habe vom Endpunkt dieses Ys zum Hitlerhaus hinunter eine Linie gezogen. Und da komme ich genau durch ein unterirdisches Gewölbe, das sieht aus wie ein Logenraum, wie eine Gruft fast. Es ist kein Bunker, ein wunderschönes Kreuzgewölbe aus roten Backsteinen, nur 30, 40 Zentimeter unter der Erde. Und genau durch diesen Raum, der 700 Meter vom Hitlerhaus, vom ehemaligen weg war, geht diese Linie auch durch und fährt dann weiter bis zum Untersberg zur Kirche Maria Ettenberg, eine kleine Wallfahrtskirche. Und ganz in der Nähe von dieser Kirche haben wir wiederum diese Höhle mit den Steinen gefunden. Mhm. Die Linie geht auch bis zu dieser Höhle hin dann. Also dass da auf dieser Linie fünf Punkte liegen, die metergenau auf Google Earth zu verfolgen sind, das wäre ein Lotto Sechser, das gibt es. Das ist kein Zufall, ja. Ja, und da man ja weiß, dass der Hitler und der Himmler da auch für Okkultismus recht viel übergehabt haben und für die Geschichte vom Untersberg, hängt das hundertprozentig irgendwie damit zusammen. Und ist die Geschichte, wie du ja Stichwort Templer gesagt hast, eigentlich schon eine, logischerweise auch eine sehr, sehr viel ältere? Was hat es mit den Steinen, auch die ganze Buchreihe heißt ja Steine der Macht. Ja. Was hat es mit diesen schwarzen Steinen, die du sowohl in Gizeh findest, als auch im Untersberg? Was hat es mit denen auf, was könnte es mit denen auf sich haben? Ja, die Steine selber waren ja dann eigentlich der rote Faden, der mich dazu bewogen hat, die Bücher zu schreiben. Ich habe gesehen, Steine in der Pyramide, zwei Steine im Untersberg. Einen Stein soll dem Hitler sein geistiger Mentor, dieser Eckhart, Dietrich Eckhart gehabt haben. Und der hat den Meine Kaaba genannt, was mich sofort wieder zu weiteren Recherchen veranlasst hat. Und da bin ich draufgekommen, in vormuslimischer Zeit hat man in der Nähe von Mekka auch so einen schwarzen Stein gehabt. Das war die Göttin Al-Uzza. Und die wurde in Form eines schwarzen Steins verehrt und später hat der Mohammed dann in die Kaaba, daher wieder Kaaba, diesen schwarzen Stein neben der Türe dort einmauern lassen, in der Silberfassung. Wobei die Kaaba ja selber ein großer schwarzer... Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das, also wird immer so geschildert? Ja, das wird nur so gesagt, aber ich habe mit ein paar Leuten, die bei mir in der Firma arbeiten, gesprochen, die haben gesagt, nein, das ist eigentlich nur ein Bauwerk und ist mit einem schwarzen Tuch zugehängt, das Ganze. Aber in der Ecke, bei der Türe, wo dieser Eingang in diese Kaaba ist, da ist so eine große Silberfassung und da ist der inzwischen zerbrochene schwarze Stein da drinnen und den küssen da die Moslem. Ja. Auch wieder ein Stein der Macht praktisch. Mhm, auch wieder ein schwarzer Stein, auch wieder so ähnlich wie unsere Steine. Ich habe dann auf meinen vielen Reisen nach Ägypten, ich war 37 Mal jetzt dort. Du warst oft unten inzwischen, genau. Ja. Und da habe ich in der Wüste draußen von so einem Künstler, der mit Steinen arbeitet und Steine bearbeitet, gehört, dass diese schwarzen Steine die Steine des Osiris genannt werden sollen.
ja, ich habe nicht gewusst, was da, wie das zusammenhängt. Aber diese Steine dürften irgendwie mit dem Untersberg in Zusammenhang gebracht worden sein. Dieser Tempelritter damals, 1221, hat aus Ninive, aus den Ruinen von Ninive, so einen schwarzen Stein mitgebracht und hat den auf Geheiß einer Göttin, Isais hat sich die genannt, ja, und hat er den im Untersberg versteckt dort. In der gleichen Höhle aber haben wir einen zweiten Stein auch gefunden. Wir nehmen an, dass das die Höhle von dem ist. Aber daneben ist irgendwo im Gang draußen ein kleines Nero-Feuerzeug gelegen, wie es die SS und die deutsche Wehrmacht benutzt hat. Mhm. Nicht verrottet, aber der Stempel mit dem Adler und dem Hakenkreuz war noch drauf. Jetzt haben wir gesagt, Moment, da waren dann sicher die Soldaten oder die Leute von irgendwem von den Leuten da und vielleicht haben die den zweiten Stein da reingebracht. Wir haben dann auf einer anderen Fahrt in Ägypten, 2 Jahre später, auch in einem Stollen einen schwarzen Stein entdeckt. Da hat uns ein Fischer hingeführt. Da war ein völlig unwegsames Gelände, wie du das beschreibst in deinem Buch. Unwegsames Gelände. Ja. Da hat eine Phosphatfabrik einen halben Berg weggesprengt, dass die schneller irgendwie da reinkommen. Und da hat sich ein kleiner Stollen aufgetan aus der ägyptischen Frühzeit. Und da drin war eine Osiris-Statue, ein Halbrelief in der Wand drinnen. Und dort am Fuß dieses Reliefs war ein Quader. Und da drauf ist auch so ein schwarzer Stein gelegen. Jetzt habe ich 2 zu Hause. Ja, und 2 sind im Untersberg. Und es hat mit den schwarzen Steinen zu tun. Es zieht sich so durch. Was aber dann das Allerärgste ist, wir sind dann draufgekommen, dass nicht nur Leute verschwinden dort, sondern auch Leute aus dem Dritten Reich damals schon, die mit unterirdischen Bauten und so zu tun hatten, sich das zunutze gemacht haben. Das Zeitphänomen. Das Zeitphänomen. Und jetzt wird die Geschichte fast fantastisch. Also wenn du jetzt sagst, dass sie sich das Zeitphänomen zunutze machen, ist das natürlich eine sehr fröhliche Umschreibung eines Umstandes, dass offensichtlich die Zeit dort extrem viel langsamer geht. Wir haben herausgefunden, dass die Zeit dort ungefähr um 300 Mal langsamer vergeht als in der Außenwelt. Das haben wir selber am eigenen Leib verspüren können schon. Kurzzeitig natürlich nur, wenn du eine Minute drin bist, dann sind es 5 Stunden in der Außenwelt und so. Also das ist ärger als jede Sonnenfinsternis. Also insofern hat sich deine Tochter wirklich nur gebückt, wenn die jetzt eine Minute weg gewesen wäre. Ja, muss die Zeit übrigens auch langsamer, schneller vergangen sein. Ja. Als innen drin. Als dort in diesen, an diesen Stellen, die ausgenützt haben. Und wenn man sich da vorstellt, dass da noch Personen existieren, die vor 75 Jahren da reingegangen sind, dann wird das sehr fantastisch. Wird das sehr fantastisch, das verlangt sehr viel von den Leuten, dass man sowas glauben kann dann. Ja. Du hast über deinen ersten Bandroman drüber geschrieben. Ja. Auf der anderen Seite beschreibst du ganz konkrete Recherchen. Du beschreibst das, was du entdeckst. Du beschreibst minutiös die Reisen und so weiter und so weiter. Das heißt, man hat hier keinen Romaneindruck, sondern man hat einfach den ganz konkreten Eindruck eines Erlebnisberichtes. Ja. Es ist sicherlich eine Mischung aus beiden, aber es ist eben auch eine Mischung aus beiden. Das heißt also, es ist eben Fiktion ein Stück weit, aber es ist eben auch Beschreibung von real Erlebten. Ich habe sehr früh erkannt, dass ich unbedingt Fiktion dazu mischen muss, weil man sonst überhaupt nicht mehr ernst genommen wird. Weil jeder sagt sonst, das kann es nicht geben und ich hake das ab. Ja. Jetzt habe ich eine spannende Geschichte draus gemacht, habe mindestens die Hälfte oder vielleicht sogar 60-70% davon Wahres reingeschrieben, aber so umschrieben und so verpackt, dass man nicht unbedingt glauben muss, das ist jetzt die Wahrheit oder jetzt erzählt er Fiktion. Ja. Das kann jetzt keiner sagen. Ich habe dann später ab dem zweiten Band gesehen, dass ich völlig recht gehabt habe. Es hat sich bei mir das BVD, das ist in Österreich das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung, gemeldet. Ja, wir haben angerufen. Ich habe das für einen Spaß gehalten und habe es dann zurückgerufen. Ja, Sicherheitsdirektion. Die sind ziemlich humorlos, diese Truppen. Ich weiß nicht, ob die da Spaß verstehen. Du hast das falsche Buch geschrieben einfach. So ähnlich. Nein, ich habe dann zurückgerufen dort und tatsächlich, das war Sicherheitsdirektion Salzburg. Und da hat sich einer gemeldet und sagt, wir machen keinen Spaß, aber Sie wissen was über den Untersberg. Und das würden wir auch gern wissen.
Da sage ich, um was geht's denn? Dann geht's denn um die Goldbarren, um die 1,2 Tonnen oder die Tonne Uranoxid? Geht's Ihnen um den Plastiksprengstoff, die paar hundert Kilo, was wir in einem Depot gefunden haben? Geht's Ihnen um den General da drinnen, der da noch immer haust? Was geht's Ihnen? Er sagt, machen Sie keinen Spaß. Sagt er, wir machen wirklich auch keinen. Er sagt, schau mal, das kommt mir wie eine Komödie vor, was ihr da macht. Ja, sie geschaut. Ja, wobei das ja eine korrekte Auflistung der Themen gewesen ist, natürlich, über die du berichtet hast. Also du kannst denen ja nicht vier Bücher vortragen, sondern sagen, können wir uns vielleicht mal thematisch auf irgendwas eingrenzen. Völlig legitime Rückfrage. Ja, aber jetzt hast du was Gutes gesagt. Ich habe genau das gemacht. Ich habe dann gesagt, wissen Sie was? Ich schicke Ihnen das an Ihre Dienststelle, die Bücher. Sogar das Neueste, was ich jetzt gerade geschrieben habe. Bitte lesen Sie es durch. Es steht irgendwo beim ersten dabei Roman. Es steht in den zweiten, dritten, vierten Büchern dann auch drin, es sei dem Leser überlassen, was er glauben will oder nicht. Und ich schreibe dieses Buch als Roman. Mhm. Steht im Buch drin. Ja, schon, aber Sie wissen da so viel und Sie beschreiben die Sachen mit einer derartigen Transparenz, wo man einfach nicht glauben kann, dass Sie das nur aus dem Stegreif und aus einer Recherche heraus niederschreiben. Warum eigentlich nicht? Sage ich, wenn es gut genug recherchiert ist, dann kann man was beschreiben. Ja, das hat er mir nicht ganz abgenommen. Er hat aber dann anscheinend die Sache auf sich beruhen lassen. Obwohl zwei. Vielleicht ist er noch am Lesen. Also, das ist ein Beamter, bitte, Wolfgang. Also, die brauchen ihre Zeit. Fünf Bücher. Du liebe Zeit, das reicht für die Pensionierung bei denen. Aber es war etwas Interessantes. Wir haben inzwischen so einen kleinen Kreis gebildet, nennt sich Isais Ring. Ja, hast du beschrieben jetzt, genau. Im Anklang an diese Göttin mit dem schwarzen Stein. Und haben gesagt, Isais Ring, da trägt jeder von uns einen Ring mit einem schwarzen Diamanten drauf, mit dem Isais Blitzzeichen. Und haben gesagt, okay. Und da haben wir auch zwei Polizisten dabei, ein Polizeiehepaar, die sind bei der Autobahnpolizei. Und die helfen da auch mit. Ja. Zu denen ihrer Dienststelle ist dann auch das BVD gekommen und hat dort ermittelt gegen sie. Zu dem Autobahnpolizisten. Ja. Also das ist fantastisch. Das Amt für Terrorbekämpfung, ja. Ja, klar. Aber haben auch nichts gesagt. Es ist auch nie irgendwo was rausgekommen. Und man weiß nicht, was wirklich da passiert. Du hast jetzt eben so nebenbei erwähnt, das Thema Gold, das Thema Uran, das Thema Plastiksprengstoff. Dinge, die alle in Verbindung stehen. Ich weiß, dass wir jetzt nicht vier Bücher nacherzählen können, aber die in Verbindung stehen alle mit dem Untersberg. Ja, wobei dieses Waffendepot, Plastiksprengstoff, nicht direkt also mit den Zeitphänomenen oder was zusammenhängt, sondern die Amerikaner haben 1955, glaube ich war es, kurz nachdem die abgezogen sind von Österreich, haben die 82 Waffendepots angelegt, auch in der Nähe des Untersbergs. Die sind dann in den 90er Jahren geräumt worden. Da ist von Amerika Liste gekommen, wo die alle liegen. Und da war viel Plastiksprengstoff unter anderem drin und so Zeug. Und da haben wir dann zufällig, also ich muss jetzt auch für die Herren vom BVD dazu sagen, im Roman so ein Waffendepot entdeckt und haben uns da so eine Stange Marzipan rausgenommen. Und das schaut aus wie Marzipan, das riecht wie Marzipan. Nur soll man es nicht essen wahrscheinlich. Und ich habe sogar zu Hause dann eins angezündet, ein Stück. Ja, das kann man gar nicht so locker anzünden, da braucht man. Aber dein Haus steht noch. Ja, sicher. Aber da braucht man also einen Zündwürfel, einen Spirituswürfel und so ein kleines Stückchen. Und das hat dann einen richtigen Feuerball ergeben und einen Qualm wie zwei Dampflokomotiven. Ja, es war recht nett. Jetzt habe ich nicht gewusst, was ich mit dem ganzen Stück tun soll. Dann habe ich meinen Schwiegersohn gesagt, pass auf, du, das ganze Kilo da, das zündest du Silvester an. Bei mir auf der Alm oben, hoch oben in 2000 Meter Höhe, da war niemand. Da hat er dann einen Spirituswürfel hingelegt, dann sind wir alle weit weggegangen. Das war dann so eine Feuerkugel und hat vielleicht zwei Minuten gebrannt und dann war der Plastiksprengstoff weg und auch das BVD. Für das gibt's jetzt auch nichts mehr zum Suchen.
Und du bist dann auch, weil der Sprengstoff weg ist, nicht mehr in der Kategorie Terrorbekämpfung. Ja, und das Schöne war das, der Schwiegersohn ist ja auch Polizist. Auch wieder Kollege von diesen zwei Autobahnpolizisten. Aber insofern jetzt mal Spaß beiseite. Das, was du in der Tat gefunden hast und auch wirklich messen konntest, ist radioaktives Material, was du auch jetzt gesichert hast, sodass da, was du regelrecht mit dem Geigerzähler auch feststellen konntest. Das ist ein alter Stollen, der vielleicht schon 200 Jahre alt ist, in der Nähe des Kehlsteins auf deutschem Gebiet. Mhm. Und da drin ist lauter Schotter. Das hat zumindest der Forstbeamte mir erzählt, der mir das gezeigt hat. Ich bin über den Schotter da rübergekrochen und habe dann eben diese Behälter gefunden, die in den Büchern an einem vorkommen, wo Pläne drin sind. Nierosterbehälter, wasserdicht verschraubt, die habe ich in der Firma schön aufmachen können. Da sind Zeichnungen drin. Das sind leider lauter Einzelzeichnungen. Ich müsste da noch mal rein. Ich brauche die Zusammenstellung noch, dass ich weiß, um was es geht. Das sind riesige Dinge mit 15, 20 Metern Durchmesser und keine Ahnung, was das sein soll. Technische Zeichnungen. Und da drin, dieser große Haufen Schotter, das ist rein radioaktiv. Ich bin beim zweiten Mal mit dem Geigerzähler dann hin, bin draufgekommen, ja, die strahlt ungefähr 10.000 Mal so viel wie die natürliche Strahlung. Die Dinger habe ich nach Rücksprache mit einem Physiker dann mir erklären lassen, sind nicht lebensgefährlich, wenn man so in die Hand nimmt oder sie dieser Strahlung eine Zeit aussetzt. Man soll es nur nicht pulverisieren und das einatmen. Gut, jetzt habe ich sie in große Bleibehälter reingegeben, so eine Handvoll, und habe die zu Hause stehen, nur als Beweisstücke halt. Ja. Hast du eine Theorie oder gibt es einen Hinweis, abgesehen jetzt von den Behältern, die ja irgendwann dorthin gebracht worden sein müssen, woher dieses radioaktive Material stammt? Ja, und zwar ein entfernter Verwandter von mir war Kommandeur der 9. Panzerdivision Hohenstaufen, und der hat sich in Steyr, das ist zwischen Salzburg und Wien, den Amerikanern ergeben mit seinen 22.000 Mann. Ja, am Ende des Zonenweltkrieges. Ja, und kurz bevor die Amerikaner dorthin sind, hat dieser General von Berg, der Kammler, von Ebensee, also nach Ebensee, sich zwei Halbkettenfahrzeuge bestellt. In Ebensee wurde einer der Wagen mit radioaktivem Zeug beladen. Der andere ist dann leer mitgefahren bis Berchtesgaden, und dort wurden angeblich, das kann ich nicht verifizieren, 1,2 Tonnen Gold raufgegeben, und beide Wegen sind dann raufgefahren auf den Obersalzberg, und seitdem hat man nie wieder was gehört davon. Wobei das Gold ja angeblich irgendwo in einen Teich oder in See gekippt sein soll. Daraufhin, dass, wie ich das im Buch so geschrieben habe, sind sogar Leute mit Taucherausrüstung darauf in unwegsames Waldgebiet und haben bei 1 Grad das Eis aufgehackt und sind da rein. Und es ist aber eine Schlammschicht von fast 10 oder 15 Metern da, weil das so ein Einschnitt ist. Keine Chance, Und da finden sie natürlich nichts da dran. Ja. Also das, ich sag mal, Besondere an dieser Zeitverschiebung oder Zeitphänomensproblematik ist, wenn du sagst, 300 Mal so langsam im Berg, dass, wenn ich das richtig verstehe, und so beschreibst du es ja auch in deinen Büchern, es dort, ich sag mal, quasi Leben im Sinne von Bewohnern gibt, die mit einer ganz anderen Zeitschiene ausgestattet sind und aber unverändert existieren, obwohl sie jetzt über 100 Jahre alt sein müssten oder um die 100 Jahre. Ja, 110 Jahre alt zum Beispiel. Aber wenn der rauskommt, merkst du keinen Unterschied. Der sieht aus wie du. Ja. Nur, dass er vielleicht ein bisschen ältere Schuhe hat, andere Kleidung, die nicht mehr... Die heute nicht mehr ganz üblich ist. Ja, in der Tat, ja. Ja. An denen wurden ja die im Gasthaus zum Beispiel von der Kellnerin sogar erkannt. Ja. Also die, was heißt erkannt, aber die hat sich gewundert, der hat Schuhe an. Also etwas die, aus der Mode gekommen. Ja. Und die leben ganz normal da drin, die sind 2,5 Monate da drin. Und das ist das Seltsame. Und in der Zeit, in der sie da drin sind, vergeht die Zeit in einer ganz anderen Dimension als sind Dinge, die eigentlich... ich sag mal, in der Tat schwer nachzuvollziehen und schwer zu glauben sind. Das Spannende, was eben einen dann eigentlich und wirklich nachdenklich macht, ist,
dass du eben diese unglaublich lange Tradition über Jahrhunderte hast, wo genau diese Dinge berichtet werden, also wo, richtig, wo ja. Menschen hineingehen ja. und der Auffassung sie sind ein paar Stunden, ein paar Tage oder so etwas im Berg drin und kommen nach Jahren zurück ja. und kein Mensch kennt sie mehr. Diese Sagen gibt es seit über 300 Jahren. Ja. Es wird kolportiert, dass diese Phänomene erst mit dieser Zeit aufgetaucht sind, wo dieser schwarze Stein im Berg versteckt worden ist. Was ich persönlich wieder nicht glauben kann. Ich glaube, dass das irgendein geologisches Phänomen oder sonst irgendeine ja. physikalische Sache ist, die eben an diesem Platz dort auftritt. Gut, aber ich glaube, da gibst du auch keine Antwort, also keine physikalische Antwort sinnvollerweise zu erklären, wie denn das technisch gehen könnte, dass also im Inneren der Erde die Zeit anders abläuft, als das hier draußen ist, wobei es ja zum Teil, wie du es bei deiner eigenen Tochter erlebt hast, sogar schon unmittelbar an der Oberfläche stattfindet. An der Oberfläche, kann. Ja, das ja. sind Stellen, die fluktuieren aber anscheinend. Ja. Das haben wir mit GPS-Messungen bestätigt. Zum Beispiel zeigt die GPS-Messung plötzlich kilometerweite Abweichungen an, die ja nicht sein könnten. Ja. Nur wenn ein Bruchteil einer Sekunde irgendwie da anders verläuft, dann schon. Also klar. Da verläuft momentan die Zeit ein bisschen anders, auf einmal geht das GPS weiß Gott wohin. Mit dem Flugzeug selber habe ich es noch nicht festgestellt, aber direkt am Boden irgendwie schon. Ja, ja. Das ist ganz eigenartig. Aber ich kann nicht sagen, warum das passiert. Ja. Und du hast den Bezug zu den Templern und du hast ja ein Artefakt, über das du quasi im wahrsten Sinne des Wortes gestolpert bist. Ja. Ich weiß nicht, ob du es jetzt dabei hast, das deutlich macht, dass dieser Bezug zu dem Thema Templer in der Tat eines ist, was einen realen Hintergrund haben könnte. Ja, es ist so, ist eine Silberplatte, die 10 mal 10 cm ungefähr groß ist. Und auf der sind Schriftzeichen, alte lateinische Schriftzeichen. Man kann es nicht einmal genau datieren. So. Da müssen wir nachher nochmal die. So kann es ja. Also, was man sehr schön erkennen kann, ist dieses Tatzenkreuz der Templer. Das ist Templerkreuz da und unten. Eine nicht zu identifizierende und nicht übersetzte Schrift bislang. Eine Buchstabenabfolge, aber die keinen, also zumindest keinen Sinn macht. Buchstaben und Punkte. Ja. Wir haben es an Kryptologen gegeben, wir haben es alten Sprachwissenschaftlern gegeben. Also es ist sehr, sehr schwer. Wir haben noch kein vernünftiges Argument ja. rausbekommen. Es sind ein paar Leute, die gesagt haben, ja, das ist von einem UFO oder weiß Gott was, aber das, glaube ich, kann man abhalten. Jetzt gibt es aber zu dem Text ein Gegenstück. Es ist so, im Salzburger Museum, genau. im Landesmuseum, ja. Da sieht man eine Zeichnung, die den oberen Teil dieser Platte genau abgeschrieben hat, mit herumstehend, mit gemahlenen Ornamentik. Bildern. Ja, da steht ein Mann vor einem großen Stein und daneben sieht man dann diese Platte. Nicht die Platte, sondern diesen Text. Diesen Text. Wobei beim Text zwei Worte offenbar falsch abgeschrieben wurden. Nur fragt sich jetzt, was das Original ist. Ist das Original oder das andere? Was behaupten die denn in Salzburg im Museum, um was es sich da handelt? Das wissen die selber nicht. Er hat gesagt, es stammt ist eine Faksimile aus dem 16. Jahrhundert ja. und wurde wahrscheinlich schon öfter abgeschrieben. So hat er mal gesagt, der Kurator vom Museum. Das war lange bevor ich diese Platte gefunden habe, nachdem ich diese Platte dann mit diesem Text verglichen habe, haben wir gesehen, das sind eigentlich nur zwei Worte, wo einige Buchstaben ausgetauscht sind. Wo ein O für einen Punkt gehalten wurde oder ein E für ein O. Also ganz einfache Abschreibfehler. Abschreibfehler. Ja, das würde aber darauf hindeuten, dass diese Platte das Original ist. Ja. Die war tief in der Erde drin, war total schwarz und ich habe es in der Firma bei mir mit der Polierscheibe etwas geputzt. Das ist ein Viertelkilo reines Silber. Und ja, es könnte aus dieser Zeit stammen. Und es wird in dem Museum das die ursprüngliche Schrift ja. Schon in Verbindung mit den Templern gebracht? Oder weiß man gar nichts? Da steht
in einigen Zeitschriften steht drin eben, dass es der Untersberg-Code ist und diese Zeichen eben unentschlüsselbar sind. Und da sieht man auch das Kreuz nicht von den Templern. Und darum wird auch kein Bezug auf die Templer dabei genommen. Okay. Ja, das ist nur dort gefunden worden und das bezieht sich auf eine alte Sage. Da ist ein Stadtschreiber von Bad Reichenhall dort mit seinem Knecht und mit dem Pfarrer hinaufgegangen. Die haben dort nachgesehen und wollten irgendwas suchen und finden diesen Text auf einem großen Stein zum Abschreiben. Am nächsten Tag haben sie diesen Schreiber nochmal raufgeschickt, er soll den Text abschreiben. Und der hat es versucht und wurde dann von einem Mönch da oben, den er dort zufällig entdeckt hat, in den Berg hineingeleitet, bei einem Tor. Und hat dort Klöster gesehen und eine Kirche und weiß Gott was, was faktisch unmöglich gewesen wäre. Und er ist dann nach 14 Tagen oder sowas wieder herausgekommen. Und in Wirklichkeit war er aber nur ganz kurze Zeit im Berg, da hat auch was nicht zusammengepasst. Das war rein ein Zeitphänomen, was in dieser Sage beschrieben wurde. Nur diese Sage, die ist von 1520. Die Platte wiederum müsste, wenn die wirklich jetzt von den Templern oder was ist, von 1220 sein. 1220 zum Beispiel ist dieser schwarze Stein der Sage nach im Untersberg versteckt worden. Also da sind schon ein paar Jahrhunderte dazwischen, wo man sagen kann, also das könnte durchaus sein, dass das Original ist. Also man hat ja bei all diesen ganzen Artefakten, und das ist ja jetzt einer, du hast ja noch andere Steine und noch andere Dinge dort gefunden, wirklich den Eindruck, dass diese Dinge dich suchen und du sie beschreiben und veröffentlichen sollst. Also ich weiß nicht, wie oft du in diesem Interview schon purer Zufall gesagt hast. Das ist eigentlich so zufällig, dass es natürlich gar keiner ist. Also irgendwie sollst du das tun. Ja, das war auch eines der Kritikpunkte, was mir Leute oft gesagt haben. Bei Ihnen wird das alles durch Zufall so kommen und so. Also Leute, es ist wirklich so. Ich meine, ich kann euch minutiös beschreiben, die Abfolge von den einzelnen Sachen. Die kommen wirklich zufällig auf mich heran und ich kann dann das nehmen oder nicht. Ja. Also es ist schon eben natürlich nicht mehr mit einem Zufall zu erklären, sondern schon spannend, dass es über Jahrhunderte eine solche Schrift beispielsweise, das Ganze im Museum, kein Mensch kann sich das erklären und plötzlich findet sich vor Ort wahrscheinlich das Original, denn wenn du sagst, hier wird ein Buchstabe für einen Punkt gehalten und du siehst auf der Platte den Buchstaben und nicht den Punkt, ist auch klar, wer den Abschreibefehler gemacht hat. Denn umgekehrt geht es nicht, aber dass man einen Buchstaben für einen Punkt hält, das funktioniert so rum dann schon. Also sind diejenigen, die das geschrieben haben, diejenigen, die das abgepinselt haben von einem solchen Original. Also das ist schon spannend. Es ist richtig und auch, wie soll ich sagen, manchmal geschehen auch Zufälle, also die wirklich darauf hindeuten, lass das jetzt bleiben, schreibe jetzt nicht mehr weiter. So geschehen, vorigen Juni bin ich mit der kleinen Cessna da nach Unije, heißt die Insel, das ist in der Nähe von Pula, Istrien, hingeflogen und haben wir vorher in Venedig in der Kirche in Murano irgendetwas gesucht. Auch wieder von dem Orden Bucchindoro, von den Herren vom Schwarzen Stein und so. Und da haben wir irgendwie so einen Hinweis gefunden auf diese Insel, dass dort ein Kristall versteckt sein soll. Und den haben wir in einer Mauer auch wirklich gefunden, in einer Höhlung, in einer Mauer, einen Bergkristall in dieser Größe. Doppelender und noch einen Spitzrauf, also ganz was Seltenes. Und der ist in so einer Höhlung drin gewesen, in einer Mauer, in einer alten. Und da den Hinweis haben wir in Murano gefunden. Und dort sind wir dann auf diese Insel geflogen und zwei Nächte geblieben und beim Starten dann mit der kleinen Cessna, das ist ein großer Wiesenflugplatz dort, da gibt es keine Autos, da gibt es keinen Hafen, gar nichts, nur so ein kleines Flugfeld. Starte ich die Maschine, fliege raus. Normalerweise sollst du immer genau auf die Instrumente schauen, gut, Öldruck oder was, das passt, Benzin weißt auch, dass du genug drin hast. Aber auf dieser holprigen Wiesenpiste, die sofort ins Meer mündet, da schaust nur, dass du einfach rauskommst. Und kaum bin ich 2 Meter über dem Meer, auf einmal sehe ich, der Fahrtmesser steht auf Null. Geht das Speedrohr nicht, also der Startdruckmesser des Flugzeugs. Und das ist das wichtigste Instrument eigentlich beim Fliegen. Jetzt, du weißt nicht, wie schnell du bist. Solange du fliegst, passt's. Aber wenn du ein bisschen zu langsam wirst, dann fällst du runter. Und vor allem beim Landen dann. Ich wollte plötzlich halt umdrehen
und gleich wieder landen dort. Und dann ist mir aber eingefallen, ich kann ja nur mit Mindestgeschwindigkeit landen. Aber wenn ich die nicht sehe auf meinem Instrument, geht's nicht. Also irgendwer oder irgendetwas wollte da nicht, dass ich da weiter tue. Ich bin dann weitergeflogen nach Pula und bin dort mit Overspeed gelandet und habe halt 1,5 Kilometer zum Landen gebraucht, aber ich bin runtergekommen. Aber solche Zufälle passieren auch. Ja. Und in Salzburg das Gleiche dann nochmal. Ich bin dann wieder gestartet, habe nichts gesagt, habe niemandem Bescheid gegeben, nochmal gelandet. Und der Flugzeugwart sagt dann, sagt, das ist wie ein Lotto 6er, dass sich so ein Rohr verstopft. Sagt, das gibt's fast nicht. Und da drin war was, was wie Fensterkit ausgesehen hat, so verstopft war das Ganze. Also es sind schon ein paar Sachen, die sehr mysteriös klingen dann. Vielleicht rufst du mal wieder bei eurem Truppe vom Terrorbekämpfung an und lässt dir das nochmal irgendwie erläutern. Du hast Bukintoro angesprochen, diesen Orden. Das sollten wir noch einen Satz zu sagen. Und dann in dem jüngsten spielen auch die Illuminaten, also Vertreter dieses Ordens, eine Rolle. Sagst du da vielleicht auch noch mal ganz schnell zwei Sätze zu? Ja, und zwar Orden Bucintoro, der ist in Venedig, hat er seinen Sitz gehabt, einen in Wien und einen, ich glaube, in München oder in der Nähe von München. Die haben sich mit diesem schwarzen Stein eben beschäftigt und auch mit dieser Isais-Figur von der Sage her und so. Dazu kann ich nicht sehr viel sagen, da sind wir noch mittendrin. Wir müssen auch demnächst wieder nach Murano runter und dort weitersuchen. Dort haben die auch einen Sitz gehabt. Da bin ich noch nicht sehr viel weitergekommen. Aber was war das Nächste, was du jetzt gesagt hast? Illuminaten. Illuminaten, genau. Ja. Nachdem das erste Buch als Manuskript nur existiert hat, liegt bei mir im zugemachten Auto, im verschlossenen Auto, ein Zettel. Wir sind vor über 30 Jahren mit Ihnen bereits einmal in Verbindung getreten und möchten Sie also noch einmal einladen auf ein Gespräch. Ja. Ich habe vor über 30 Jahren eine Einladung des Illuminatenordens bekommen. In meiner Funktion als Rosenkreuzer Meister in Salzburg und so. Ja, das war vielleicht üblich damals so. Habe aber nie wieder was davon gehört. Und jetzt auf einmal höre ich was. Und dann war ein Treffpunkt am Fuße des Untersbergs im Wald. Und da bin ich am Abend hingegangen und da sitzt ein Mann, der ist plötzlich aus dem Gebüsch rausgekommen, mehr oder weniger. Ich habe direkt Angst gehabt. Er hat gesagt, kein Funktelefon mitnehmen, nichts. Ja, bin dorthin und der erzählt mir dann 2,5 Stunden alles Mögliche aus meinem Leben, also wie wenn ich total durchleuchtet worden wäre und auch die Sachen vom Berg. Das würde jetzt den Rahmen des Gesprächs sprengen, was der alles erzählt hat. Aber von diesem Phänomen im Berg hat der bereits gewusst und wollte mich da dazu ermutigen, da weiterzusuchen, weil da gibt es noch ganz andere Sachen als diese Sachen mit dieser Station im Berg, wo diese Leute aus dem Dritten Reich sind. Und was könnte der Hintergrund sein, dass, weitergemacht hättest du einfach, weil das Thema so fesselnd ist und so spannend ist, dass es ja aus dir quasi auch buchmäßig publizistisch rausfließt, hättest du ja eh. Wieso brauchtest du diese Schulterklopfen? Ja, ich glaube, der wollte mich nur wegbringen davon, dass ich jetzt nur rein fixiert bin auf diesen General, auf diese Station. Okay. Sondern es gibt noch wesentlich mehr in dem Berg zu holen. Ist zum Beispiel das dritte Buch, die goldene Kugel im Untersberg. Mhm. Ich muss schon sagen, da ist auch Fiktion ordentlich dabei. Aber das Thema, das hat eigentlich der Illuminat angeregt. Dass da im Untersberg noch wesentlich mehr ist, was auch jetzt in Bezug auf eine neue Zeit, was immer er damit gemeint hat, zu verstehen ist. Ja. Das heißt, man darf auch was weitere Erkenntnisse oder weitere Funde und Beobachtungen von dir betrifft, jetzt gespannt sein. Du bist im Augenblick am 5. Band. Ja. Kannst du da so einen Mini-Blick in die Pipeline werfen und sagen, was erwartet uns im 5. Band? Beim 5. Band habe ich jetzt Gott sei Dank also mehrere Leute um mich und die helfen alle zusammen, wie auch dieses Polizisten-Ehepaar und so. Und wir sind jetzt da auf Sachen draufgekommen, was in der Vergangenheit passiert ist bei uns, mit Hilfe des Generals, wieder muss ich dazu sagen, mit dem seine Möglichkeit, in die Vergangenheit zu kommen. Also Zeitphänomene, auch im Sinne von Zeitreisen? Zeitreisen, ja. Wo du einen Blick in die Zeit werfen kannst, zurück. Ja. Oder wo du wirklich selbst zurück kannst, was
immens gefährlich sein müsste oder muss eigentlich. Ja, ja. Und da sind wir auf Sachen draufgekommen in unserer näheren Umgebung von Salzburg. Die lassen einem die Haare zu Berge stehen. Wir sind da in der Zeit der Hexenverfolgung, 1670, 1780. Und mit diesen Erzbischöfen, was da alles passiert ist und so. Und da hilft dann auch wieder dieser Illuminat mit. Wobei das Wort Illuminat bei dem gar nicht so treffend ist. Er hat nie in Wirklichkeit behauptet, er ist ein Illuminat. Er hängt irgendwie damit zusammen, aber er ist keiner. Er sagt, er ist einer von den anderen. Ich weiß es nicht, was das sein soll. Okay. Wo der herkommt, habe ich keine Ahnung. Wenn du sagst, Zeitalter Hexenverfolgung oder so etwas im fünften Band, muss man da so verstehen, dass es dann einen quasi Erlebnis- und Beobachtungsbericht gibt aus der Zeit unmittelbar, also mit dem Instrument einer Zeitreise? Ja. Wow. Es ist... Ich weiß schon, dass mich nach dem Gespräch das Team fragen wird, ob wir das nicht einfach mal mit der Kamera so ein bisschen begleiten können. Das könnten ja ganz interessante Aufnahmen sein, wenn man mal so sieht, wie die Kirche im 16. Jahrhundert da so, egal, wer auch immer, gefuhrwerkt hat. Da wirst du dir neue Freunde machen, wenn du das berichtest. Und wenn du da auf das Thema eingehst. Da hat mir mein Verleger bisher schon gesagt, dass es Mut hast du schon, sagt er, vielleicht wird dich der Ratzinger exkommunizieren. Oder er ruft wieder bei eurem Amt an. Ne? Das möglich, werden wir sehen. Also das heißt, es bleibt spannend, es bleibt sowieso spannend. Alle deine vier Bücher sind eine Kost, die... bei denen man eine Menge lernen kann, also auch an einfach historischen und auch an Sachverhalten, was beispielsweise das Riesenthema Ägypten mit dem ganzen Glaube, mit der ganzen Religion und so weiter betrifft. Also sehr, sehr lehrreich, aber eben auch spannend, wirklich wie ein Krimi. Sie sollten längst verfilmt werden. Ich muss da eins sagen, ich habe absichtlich auch eben, wie gesagt, wegen dem BVD oder sonstigen Sachen, so geschrieben, dass der Leser zwischen den Zeilen schon fast alles rauskitzeln kann, was den Tatsachen entspricht und wo die Fiktion anfängt. Nicht alles vielleicht. Ich bekomme jede Woche 3 bis 5 Zuschriften, Mails, wo die Leute dann Fragen stellen und so, die ich natürlich naturgemäß nicht alle beantworten kann in Bezug auf die Geheimhaltung, was ich da eigentlich tun muss. Ja. Ein in der Tat Mysterium reicher Ort, der Untersberg. Das seit vielen Jahrhunderten und insofern bist du dabei, das so ein bisschen den Schleier mal zu lüften, aber es ist ganz offensichtlich so, dass es da noch viele, viele Ebenen gibt. Letzte Frage, du hast das Ganze unter einem Pseudonym geschrieben, die Bücher, machst aber aus der Verbindung mit deiner Person keinerlei Hehl, weil du auch viele Lesungen machst insofern. Gab es dafür beim allerersten Band einen Grund? An und für sich wollte ich es rein unter einem Pseudonym herausgeben. Das ist mir absolut nicht gelungen. Irgendwo ist dann mein Name aufgetaucht. Und das Pseudonym Stan Wolf, das besteht eigentlich aus diesen Teilen. Stadlers Name Wolfgang. Ja. S-T-A-N Wolf. Ja. Gut. Also insofern haben wir den Punkt jetzt auch geklärt. Ja. Lieber Wolfgang, ich sage ein herzliches Dankeschön. Und weiter viel Erfolg. Du bist demnächst auch wieder in Ägypten und wirst da weitere Recherchen machen. Insofern geht auch da die Erkenntnisse und die Recherche weiter und man darf auf den nächsten Band gespannt sein. Liebe Zuschauer, stan-wolf.at, ist richtig? Ja, ist die Internetseite. Das, was ich jetzt hier in den Händen halte, ist quasi eine insofern Sonderausgabe. Die Bücher sind an sich ansonsten in diesem Format, in dem kleinen Format. Steine der Macht, das Mysterium vom Untersberg als ersten Band, dann die Zeitkorridore im Untersberg, darüber haben wir geredet. Der zweite Band, der dritte, das Isais-Ritual am Untersberg, darüber hatten wir auch das kurz ansprechen können im Zusammenhang mit Ägypten. Und der im Augenblick letzte Band, der fünfte ist ja noch in Arbeit, die goldene Kugel im Untersberg, der vierte Band zu diesem Thema.
extrem spannende Lektüre, extrem lehrreiche Lektüre. Und genau wie Wolfgang Stadler gesagt hat, jeder soll sich dann selber einen Gedanken machen und für sich selber entscheiden, welche Teile Fiktion sind, welche Realität sind. Und im Zweifelsfalle werden wir uns überraschen lassen, dass da mehr Realität hintersteckt als Fiktion. Aber das wird die Zukunft zeigen. Für das Interesse und die Aufmerksamkeit ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal beim Alpenparlament.